Wissen Sie, mit wie vielen Männern ich bis zum Tod meines Mannes geschlafen habe? Mit einem. Die Leute denken, dass ich vögelt umsonst. Schau mich schief an, weil ich mir Sex kaufe. Die Wahrheit ist, keiner vögelt umsonst. Jeder zahlt seinen Preis. Ihr wisst nur nicht welchen. Der deutsche Mann prügelt keine Frauen. Mein Großvater war Gewürzexporteur. Der hat gearbeitet. Der war nicht zu seinem Spaß hier. Hast du ihm Geld gegeben? Hast du ihm dein Konto überschrieben? Bist du zum Islam konvertiert? Weil es doch wirklich scheißegal ist. Hauptsache, wir können heiraten. Ich nahm an, du besäßest die nötige Reife, dich souverän in einem fremden Land zu können. Jede Frau auf der Welt, die ein Telefon anstarrt, ist ein Schlag in die Fresse des Feminismus. Vor zwei Tagen noch war ich das begehrteste und heißeste Wesen auf dem ganzen Planeten. Und jetzt, wie ausradiert. Meine Tür schließen wir halt.